Ja, Lars Weibel, können Sie uns teilhaben lassen an den Hintergründen, an den Überlegungen vom Coaching-Staff jetzt im Hinblick für den Deutschland-Cup? Ja, also wir haben dieses Jahr müssen den Entscheid machen aufgrund der Olympischen Spiele, dass wir nicht wie normal mit einem jungen Team und nachher mit dem Best Possible Team als Heimturnier gehen, sondern wir wollen möglichst breit und gut sichten. Darum gehen wir zweimal mit einer möglichst guten Mannschaft und unterscheiden dieses Jahr nicht zwischen alt und jung. Und ein weiterer Grund war, wir wollen natürlich auch auf Clubs Rücksicht nehmen, auf das Programm der Spieler, der Athleten, dass die möglichst frisch eben auch in Januar, Februar, Olympia und dann auch in Playoffs gehen. Und aus dem Grund werden wir im Dezember Ambri und Davos-Spieler nicht berücksichtigen. Und nachher ist natürlich noch die Linienkonstellation, die es dann hergibt, wie sie sich am Schluss dann auch präsentiert, die Aufstellung. Was für Ziele hat man jetzt sportlich und auch in Bezug auf die Selektion für den Deutschland Cup? Was erhofft man sich da? Also wir gehen natürlich immer jedes Turnier, wenn wir möglichst gut sind und gewinnen, selbstverständlich. Das ist unser Mindset. An dem ändern wir nichts. Wir sind ehrgeizig und gehen dorthin. Aber ja, selbstverständlich hat man jetzt in so einem Jahr natürlich schon auch, und vor allem auch, weil letztes Jahr auf Stufe Nationalmannschaft nicht allzu viel gegangen ist, hat man natürlich schon auch den Bedarf, dass wir die Analysen, die wir gemacht haben in Riga, aber auch an den Arbeiten, die wir hatten, Playbook, unser Spiel weiterentwickeln und so fort. Das ist sicher auch ein Hauptfokus an diesen Turnieren, dass man sich eben, wie gesagt, möglichst gut vorbereiten auf die zwei Highlights mit Olympia und mit WM. Jetzt ist es schon noch ein bisschen ein Weg, mal die erste Woche, die endlich ansteht. Welche Phase kommen denn alles noch, bis die Olympischen Spiele dann tatsächlich stattfinden? Also für mich sind es, ja, wie Sie gesagt haben, die zwei Turniere. Und hindurch haben wir eigentlich zwei Phasen, mit der Selektion, die dann Mitte Januar muss definitiv stattfinden oder wo man muss bekannt geben muss. Und bis dorthin müssen wir möglichst viele Informationen von den Spielern haben und eben schauen, dass wir möglichst eine gute Mannschaft zusammenbringen, die dann auch harmoniert und sehr gut Hockey spielen kann. Ja, für das ist die Meisterschaft sehr aktuell. Wir verfolgen aber natürlich auch Nordamerika, wo jetzt natürlich in diesem Jahr auch ein grosses Thema ist aus Schweizer Sicht, zum Glück. Ja, extrem. Es ist lässig für die Schweizer, dass mittlerweile in Nordamerika auch Leistungsträger sind. Jetzt, das heisst auch für die Schweizer National League-Spieler, dass es nicht mehr allzu viel Platz hat. Wie viele Plätze sehen Sie noch offen für die Olympischen Spiele, für Schweizer Spieler, die auch in der Schweiz spielen? Ja, das ist jetzt schwierig, in Nummern zu beziffern. Es sind irgendwo rund 13 Spieler aus Nordamerika, die aktuell für die Schweiz in Frage kommen. Ich meine, das ist eine super Zahl und sieht, dass die immer steigt. Und schon wenn außerhalb von der NHL ist eigentlich der Konkurrenzkampf riesengroß. Zum einen, Gott sei Dank, dass die Spieler so gerne kommen und sich so für die Schweiz und für das Vaterland committen. Und zum anderen, ich glaube, unser Niveau in der Liga und im Schweizer Hockey, das steigt. Und Konkurrenz ist, wie Sie sagen, der fängt wirklich enorm gross. Ja, schlussendlich ist die Frage, wie viele sind fit denn? Und welches Roster und welche Konstellation können wir zusammenstellen? Aber ja, das wird wahrscheinlich irgendwo bei 15 Spielern oder 13, 15 Spielern sein. Und da wird es, wie Sie sagen, einige gute Spieler haben, die es dann für Olympia nicht langen. Aber wir haben ja auch eine Long-Term-Vision und müssen dann in der WM dann auch wieder schauen, dass wir dann dort möglichst auch wieder eine gute Mannschaft haben. Und dort ist natürlich dann sehr situationsabhängig von den Playoffs von der NHL. In Nordamerika gibt es nicht nur die NHL, sondern auch die DHL. Wer ist dort so ein bisschen verantwortlich auch für die Kommunikation mit den vier Spielern, die dort am Spielen sind? Also Kommunikation ist klar, der Patrick Fischer, der wirklich sehr nah mit den Spielern ist, überall auf dieser Welt. Und mehr organisatorisch natürlich auch. Aber was Scouting anbelangt, haben wir natürlich heute recht viele gute Tools. Also man kann jeden Match schauen, man hat alle Stats etc. Aber nichtsdestotrotz, wir werden gleich auch noch einen Nordamerika-Trip einbauen, jetzt, um auch wirklich aktuell und nah dabei sein können und den Austausch haben mit den Spielern und vor allem sie auch live können zu sehen. Und jetzt als Ziel für den Deutschland-Cup, für den Coaching-Staff, wie sieht das aus? Wie ich vorhin angetönt habe, das Playbook zu intensivieren. Also wirklich die taktischen Sachen, auch, die wir aus unseren Erkenntnissen und den Briefings rausgenommen haben, die wir umsetzen und verbessern wollen. Das Feintuning machen und dann natürlich eben auch wieder mal die Mannschaft näher zu erleben und mit ihnen können zusammenarbeiten und jetzt wirklich können aufs Eis gehen zusammen und den Spirit auch wieder aufbauen, der halt einfach sehr, sehr wichtig ist, um erfolgreich Hockey spielen können. Danke vielmals.